Dobar dan. Dobrodošli na video lekciju iz njemačkog jezika za šesti razred. Das Thema ist über vergangenes sprechen. Lektion 3. Ishodi današnje video lekcije su: učenik odgovara na osobna pitanja, razumije video sadržaj o provođenju godišnjeg odmora u prošlosti, zatim, učenik govori o svojim praznicima u prošlosti ili o jučerašnjem danu. I naposljetku, učenik koristi preterit i perfekt određenih glagola. Za ovaj sat njemačkog jezika potrebno vam je sljedeće: bilježnica i olovka gdje ćete nešto zapisati, te slušalice i internet gdje ćete gledati video sadržaj i rješavati digitalni zadatak. Važno je isto tako napomenuti da ovu video lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti ako to želite. Ako želite riješiti neki zadatak, pogledati video ili pročitati tekst, te zatim možete ponovno pokrenuti. Pročitajte sada ove rečenice. Lies diese Sätze. Sind sie richtig? Wenn nicht, korigiere sie. Ako se podudaraju s vašom situacijom, ostavite rečenice kako jesu, a ako ne, promijenite dijelove tako da odgovaraju vašoj trenutačnoj situaciji. Na primjer, gestern war Donnerstag. Nein, gestern war Freitag. Das Wetter war schön und sonnig. Das Wetter war schön, aber nicht sonnig. Ich hatte Schule zu Hause. Ich hatte Deutsch, Englisch, Geschichte und Sport. Ich hatte viel Spaß beim Lernen. Heute habe ich viel gemacht. Ich habe Videolektionen gesehen und gelernt. Ich habe Hausaufgaben gemacht. Ich und meine Schwester haben das Haus aufgeräumt. Ich hatte Zeit zum Lesen. Meine Mutter hat eingekauft. Mein Vater hat gekocht. Ich habe im Facebook einige Fotos gepostet. Meine Freundinnen haben viel mit mir gechattet. Meinem Bruder war es langweilig. Er hat ein schönes Bild gezeichnet. Mir war es auch langweilig. Ich habe ein Haus mit einem Garten gemalt. Später hat die ganze Familie Karten gespielt. Gestern war ein guter Tag. A sada se pomoću ovih slika pokušajte prisjetiti nekih rečenica te ih zapišite. Bilde Sätze. Was haben die Menschen gemacht? Wo waren sie? Hatten sie gute Laune? Hier sind die möglichen Lösungen. Das Kind hat ein Buch gelesen. Das Mädchen hat Fußball gespielt. Ich habe mit meiner Freundin gechattet. Mama und Papa haben aufgeräumt. Das Kind hatte viel Spaß. Es hat gezeichnet. Zwei Freunde haben gekocht. Erinnerst du dich an deinen Urlaub letztes Jahr? Antworte dann auf diese Fragen. Wenn du nur zu Hause warst, stell dir einen perfekten Traumurlaub vor und antworte. Sjećate li se kako ste proveli svoje praznike prošle godine? Odgovorite onda na ova pitanja. Ako ste bili samo kod kuće, zamislite si sada neki savršen odmor iz snova i odgovorite. Hier sind die Fragen. Wo warst du? In den Bergen? Am Meer am Strand? Am See oder in den Thermen? Da se samo kratko prisjetimo. Am See znači na jezeru, a in den Thermen u toplicama. Wie war der Urlaub? Großartig, nichts besonders oder ziemlich gut? Großartig znači fantastičan, nichts besonders, ništa posebno, ziemlich gut, prilično dobar. Ako imate neki drugi odgovor, odgovorite drugačije ili zapišite drugačije. Wo hast du geschlafen? Im Hotel, in unserem Ferienhaus oder bei unserer Familie? Ferienhaus znači
vikendica. Wie hast du dich am besten entspannt? Kako ste se najbolje opustili? Ich war schwimmen. Ich war wandern. Ich war mit dem Boot fahren. Prisjetimo se. Wandern, pješačiti. Mit dem Boot fahren, voziti se brodom. Was hast du gegessen? Viel Fisch, Obst und Gemüse oder gegrilltes Fleisch? Što ste jeli? Was hast du dazu getrunken? Mineralwasser, Obstsaft oder Limo? Što ste pili? A sada ćemo pogledati kratak video u kojem jedna osoba govori o svom godišnjem odmoru. Rate mal, wo war der Mann aus dem Video im Urlaub? A. Er war in den Bergen. B. Er war am Strand. Oder C. Er war am See. A sada, pogledajte video i poveznicu unesite u gornju traku tražilice. Ovo je poveznica. Bit točkica li, kosa crta, wie war dein Urlaub? Jeste li ovako odgovorili? Hier ist die Antwort. Wo war der Mann aus dem Video im Urlaub? B. Er war am Strand. Sada pauzirajte lekciju. Pogledajte video sadržaj još jednom i odgovorite na ova pitanja. Odgovore zapišite. Wie lange war der Mann im Urlaub? Eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen? Wie war der Urlaub? Großartig, nichts besonders oder ziemlich gut? Wo hat er geschlafen? Im Hotel, in seinem Ferienhaus, bei seiner Familie? Mit wem hat er am Telefon gesprochen? Mit seiner Mama, mit seinem Chef oder mit seinem Freund? Der Mann hat viele Fotos gemacht. Was hat er fotografiert? Den See und den Strand, Berge und den Strand oder seine Freunde? Wie hat er sich am besten entspannt? Er war schwimmen, er war wandern oder er war mit dem Boot fahren? Was glaubst du, was hat er gegessen? Viel Fisch, Obst und Gemüse oder gegrilltes Fleisch? Was glaubst du, was hat er dazu getrunken? Mineralwasser, Obstsaft oder Limo? Was hat er später vermisst? Sein Zuhause, den Strand und das Meer oder Partys? Was hat er später vermisst? Znači, što mu je kasnije nedostajalo. Ovo su rješenja. Der Mann war zwei Wochen im Urlaub. Der Urlaub war großartig. Er hat im Hotel geschlafen. Er hat am Telefon mit seiner Mama gesprochen. Er hat Berge und den Strand fotografiert. Er hat sich gut entspannt. Er war schwimmen. Bei dieser siebten Frage sind alle Antworten möglich. Er hat viel Fisch, Obst und Gemüse und gegrilltes Fleisch gegessen. Auch bei der achten Frage sind alle Antworten möglich. Er hat Mineralwasser, Obstsaft und Limo getrunken und letztendlich, er hat den Strand und das Meer vermisst. Habt ihr auch so geantwortet? Was bedeuten diese Sätze? Kaum zu glauben. Genau. Auf jeden Fall. Ich habe einen Termin. Wieso willst du das wissen? Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Keine Sorge. Pausierte Slide i odgovorite. Und das ist die Bedeutung. Kaum zu glauben. Das kann ich wirklich nicht glauben. Das ist so fantastisch. Auf jeden Fall. Aber natürlich, das muss ich überhaupt nicht sagen. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Ich bin wirklich glücklich, dass ich zu Hause bin. Ich habe einen Termin. Ich muss mich mit einer Person treffen. Genau, das ist richtig. Keine Sorge, es gibt keine Probleme. Wieso willst du das wissen? Warum ist dir das wichtig? Kaum zu glauben,
Teško za povjerovati. Auf jeden Fall, u svakom slučaju. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Radujem se što sam ponovno ovdje. Ich habe einen Termin. Imam sastanak. Genau, točno. Keine Sorge. Bez brige. Wieso willst du das wissen? Zašto te to zanima? Nadopunite sada ovu tabelu. S desne strane su samo participi, a vi trebate napisati rečenice koristeći i pomoćni glagol. Pauzirajte video lekciju. A ovo su rješenja. Ich habe Fisch gegessen. Du hast dich entspannt. Sie hat Limo getrunken. Wir haben im Hotel geschlafen. Ihr habt ein Video gesehen. Und meine Freunde haben das Meer vermisst. Promotrimo sad ove rečenice i ponovimo. Od koliko se dijelova sastoji perfekt? Od dva. Od pomoćnog glagola haben i participa, na primjer gegessen. Na kojem se mjestu nalazi pomoćni glagol? Uvijek na drugom mjestu. A particip? Uvijek na kraju rečenice. Što primjećujete kod ovih participa? Što nedostaje kod glagola vermissen i sich entspannen u participu? Nedostaje g. Zašto? Zato što su to nedjeljivi glagoli. Njihov je predmetak, odnosno prefiks, nedjeljiv od ostatka glagola. Mi u sadašnjem vremenu kažemo Ich vermisse meine Eltern. I tako i u prošlom vremenu. Ich habe meine Eltern vermisst. Što je sa glagolima reparieren i fotografieren? U participu nemaju g, ali završavaju na t. Specifični su, jer u infinitivu završavaju na ieren. Svi glagoli koji završavaju na ieren tvore particip ovako. Kad pogledamo particip glagola sehen i schlafen, to je dakle gesehen i geschlafen, biste li mogli prema participu odmah prepoznati o kojim glagolima se ovdje radi? Da. A kako je to kod glagola essen, trinken i sprechen? Malo teže, iako je moguće. Ti glagoli se naime u participu sasvim mijenjaju i postaju gegessen, getrunken i gesprochen. Sada pauzirajte lekciju, unesite ovu poveznicu bit točkica li, kosa crta, perfekt 7-8, u gornju traku tražilice i riješite zadatak. Viel Spaß! Sada ste vi na redu. Zapišite svoje odgovore. Jetzt bist du dran. Beschreibe deine Ferien. Wo warst du in den Ferien? Wie lange? Wie war das Wetter? Hattest du Spaß? Was hast du gegessen? Was hast du getrunken? Wie lange hast du geschlafen? Warst du schwimmen, wandern oder baden? Mit wem hast du über deine Ferien gesprochen? Hast du ein Buch gelesen? Welches? Hast du Fotos gemacht? Mit wem hast du telefoniert oder gechattet? Was hast du gespielt, gekocht oder Interessantes gesehen? Ovako možete odgovoriti. So antwortest du. Ich war, ich hatte, ich habe gegessen, getrunken, geschlafen, ich habe gespielt, gekocht, Fotos von, gemacht, ich habe gesehen, ich habe mit gesprochen, gechattet, telefoniert, ich habe gelesen, ich. A sada je vrijeme za samoprocjenu. Pogledajmo. Bewerte dich. Što sve možemo? Mogu odgovoriti na osobna pitanja. Mogu razumjeti video sadržaj o provođenju godišnjeg odmora. Mogu koristiti perfekt i preterit nekih glagola.
mogu opisati svoj jučerašnji dan. A vi odlučite koliko ste u tome uspješni. Ist es sehr gut, gut oder noch nicht? Das war alles für heute. Ich hoffe, wir haben fleißig gelernt und doch ein bisschen Spaß gehabt. Viel Erfolg beim Lernen wünsche ich euch und tschüss, bis zum nächsten Mal.